Ja, schön, dass ihr heute wieder da seid. Mein Gruß geht heute aus Sizilien nach Wettenhausen in Deutschland zu zwei ganz wunderbaren Frauen, denn die haben aus einer Not heraus, aus einem Mangel heraus ein neues Start-up gegründet. Und ich begrüße heute ganz herzlich die liebe Amrei und liebe Martina. Schön, dass ihr da seid. Hallo Martha. Hi, schön, dass wir bei dir sein dürfen hier. Ja, bevor wir jetzt so ganz einsteigen in das Thema, was ihr entwickelt habt, vielleicht erstmal noch so ein bisschen im Hintergrund. Martina, wer bist du denn so privat und wie hat sich das entwickelt, was du heute machst? Also ich bin 56, die Amra ist meine Tochter. Ich bin im zweiten Beruf Hebamme. Ich war früher in der Apotheke. Ich bin Heilpraktikerin und habe ja fast 25 Jahre Vollzeit freiberuflich als Hebamme gearbeitet, auch 16 Jahre in der außerklinischen Geburtshilfe. Und die letzten 10 Jahre schon, hat sich ja die Arbeitssituation immer weiter verschlechtert und verschlechtert. Und ja, ich sehe das einfach, die Kolleginnen gehen in Rente, die bilden ja keine Lehrlinge aus. Und die nehmen ihr ganzes Erfahrungswissen mit in die Rente und später mit ins Grab. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich zu meiner Tochter, zu Amrei, gesagt, ich schreibe dir jetzt einfach alles auf, was ich denke, was wichtig wäre und was mir am Herzen liegt. Und dann hat die Amrei gesagt, da machen wir eine App. Und ich habe gesagt, nee, nee, da machen wir keine App. Ich mache sowas nicht. Ja, aber das ist so mein Hintergrund. Und ja, ich betreue schon ganz lang die Leute in Gesundheitsvorsorge und Hausapotheke wissen und das haben wir alles reingepackt in die App. Ich wollte gerade sagen, wir kennen uns ja auch schon ganz, ganz viele Jahre. Und du hast eine Zeit lang auch nicht nur als Hebamme gearbeitet, sondern auch viele Vorträge gemacht, Informationen weitergeben. Und jetzt sagst du so, jetzt will ich das nochmal aufschreiben, weitergeben. Und Amrei, da kommen wir natürlich gleich zu dir, die du da gesagt hast, lass uns doch dann eine App machen. Was ist denn so dein Hintergrund, dass du sagst, ja, hier mag ich mit meiner Mama gemeinsam hier was starten? Genau, ich habe ja Information Management studiert mit Automotive-Schwerpunkt, also eine ganz andere Ecke, weil für mich immer klar war, so diese sozialen Berufe sind zwar schön und wichtig, aber ich will mal Geld verdienen. Und dann war ich jetzt 3 Jahre bei einer großen IT-Beratung in Stuttgart und habe da sehr viele Projekte betreut von der fachlichen Seite, Softwareprojekte bei einem großen Automobilhersteller. Und das war auch alles schön und gut und spannend, aber mir hat so mein persönliches Warum gefehlt, was mich motiviert zu sagen, ja, Montag ist kein Montag und ich springe aus dem Bett, weil ich habe da Lust drauf, so. Und da hatte ich eben schon länger überlegt, mich in irgendeiner Art und Weise selbstständig zu machen. Ja, mit dieser IT-Beratung ist das eher schwierig, weil da gibt es einige große Firmen, die einfach da die großen Marktanteile haben natürlich. Und genau, aber eben durch diesen IT-Hintergrund dachte ich mir dann, weil sie gesagt hat, ja, sie schreibt ein Buch und dann dachte ich so, das kann man doch auch anders machen, dass das mehr Leute mitbekommen und vor allem, dass die Generation, die jetzt ja dann ja eine Familie gründet oder plant, eine Familie zu gründen, die sind ja dann so in meinem Alter oder ja ein bisschen älter, aber so meine Generation. Und ja, und dann habe ich gedacht, lass uns das doch in digitales Format verpacken, weil ich denke, dass man dadurch noch viel mehr Leute erreichen kann und ja, und dann auch einfach das noch weiter verteilen kann als nur über ein Buch. Wobei ich jetzt schon, also wir werden wahrscheinlich trotzdem noch ein Buch auch rausbringen, aber jetzt so haben wir erstmal die App gemacht, genau. Und das hat jetzt auch tatsächlich mit Corona war es jetzt für uns eher ein Glücksfall, weil wir dadurch jetzt Zeit hatten, im März und April da nochmal richtig viel Zeit zu investieren. Genau. Und dann war bei mir eben auch schon früher klar, ich höre auf, bei Capgemini zu arbeiten und gehe an die Hochschule. Ich hatte da ja dann schon einen Vertrag in Aussicht als Dozentin und dann habe ich quasi noch vor dieses ganze Corona-Chaos kam, hatte ich gekündigt in Stuttgart und dann hat das gerade gut gepasst, weil ich hatte dann noch so ein paar Wochen Übergangszeit, wo es bei der Hochschule auch noch nicht gestartet hatte, weil das Semester ja auch nach hinten verschoben wurde in den April hinein und dann konnten wir die Zeit nutzen. Genau. Genau.
Danke schon mal für den Einblick, wie es dazu kam, dass ihr da so eine App entwickelt habt. Was ist denn so eure Absicht mit dieser App? Du hast gesagt, Martina, ja, dein Wissen weiterzugeben, das da über viele Jahre, Jahrzehnte du sozusagen immer früher einfach persönlich weitergegeben hast, heute möglichst vielen Menschen zu teilen. Aber was ist genau dieses Ziel von dieser App, die ihr jetzt sozusagen in die Welt gebracht habt? Genau, also da etwa 20% aller Familien für die Nachsorge, für die Wochenbettbesuche keine Hebamme finden. Das sind mehr als 150.000 Familien im Jahr in Deutschland, lassen wir einfach ganz viele Menschen allein. Und natürlich kann man im Internet jede Information suchen, aber es fällt ja schon uns Fachfrauen schwer, dann die Spreu vom Weizen zu trennen. Und wie soll eine junge Familie, die vielleicht das erste Kind hat, dann wissen, stimmt jetzt das, was die da schreiben? Weil man findet ja für jede Meinung eine Begründung. Und natürlich ist das nicht nur mein Wissen. Ich habe ja auch von vielen Kolleginnen gelernt. Ich war auf vielen Fortbildungen, habe viele Zusatzausbildungen gemacht. Und das ist jetzt nicht nur meine private Sicht der Dinge, ja, sondern so grundsätzliche Sachen. Also wie reden wir in der Familie miteinander? Was sind unsere Werte und Bedürfnisse? Und ich mag mir nicht vorstellen, was passiert, wenn wir so viele Leute so allein lassen in dieser Gründerfamiliengründungsphase. Das macht was mit unserer Gesellschaft. Und das ist mein Anliegen, also dass die Leute angeregt werden durch die Fragen und durch die Auswahl in der App. Und die Amrei war da auch sehr konsequent. Man hat immer das so auf ganz kurz gepresst und hat mich dann immer so: Ja, das ist der Fakt, das ist die Lösung. Und warum ist das aus meiner Sicht eine Lösung? Und weil einfach die Menschen ja eben so geflutet werden von so viel Information, dass wir versucht haben, die Informationen kurz zu halten, damit die Menschen dann vielleicht auch 2-3 Mal anschauen und es für sich auswählen. Was ist unser Weg? Ja, und wie wollen wir miteinander das umgehen? Und ja, und es ist ja auch so, dass die Menschen immer erst offen sind für eine Problematik oder eine Herausforderung, wenn sie es selber betrifft. Und deswegen haben wir es so aufgebaut, dass man ganz viele verschiedene Themenbereiche hat und dann speziell nach dem Thema schauen kann, was haben wir da drin an Texten, Videos und Podcasts. Und dann kann man sich das gezielt raussuchen, was jetzt momentan einfach gerade akut ist. Genau. Also bevor wir jetzt auf die Inhalte kommen, das interessiert uns natürlich auch. Ist jetzt so der Punkt dieser Frage, ihr habt aufgrund Amrei deiner Idee doch eine App zu machen und nicht nur ein Buch, das darf ja noch gerne folgen, aber hier einfach noch mehr Menschen erreichen zu können damit. Was sind denn so jetzt im Nachgang die wichtigsten Punkte für jemanden, der so ein Startup gründet, für jemanden, der sagt, ja, ich will was Neues in die Welt bringen? Was wären so eure 3 Tipps aus der Praxis raus jetzt, wenn jemand neu startet? Also erstens mal sich nicht von einer guten Idee abbringen lassen, auch wenn die anderen, ja wirklich, also auch wenn die anderen vielleicht das nicht ganz so sehen oder es alle bejahen und toll finden, aber dich dann trotzdem nicht unterstützen, dann einfach weiterzumachen und eben für sich einen Modus zu finden, weil es hat ja nicht jeder dann da ein gewisses Budget, was er da reinstecken kann und muss noch schauen, wie mache ich das weiterhin mit meinem Lebensunterhalt. Und ich habe es zum Beispiel so gelöst, dass ich in Teilzeit eben an der Hochschule arbeite. Ja, und da gibt es auch ganz viele Firmen, die heutzutage flexibel sind. Also einfach sich das so organisieren, dass der Lebensunterhalt kein Problem ist. Dann muss man halt mal ein bisschen zurückstecken, kann sich jetzt nicht die neue Handtasche kaufen. Aber man kann an seinem Herzensprojekt arbeiten, was einem dann auch mehr Sinn bringt wahrscheinlich. Und ja, und zu guter Letzt vielleicht auch weiterzumachen, auch wenn es dann so, es läuft ja dann meistens ganz gut an. Und ich habe es jetzt auch schon von vielen anderen gehört, wenn du dann mal so mit dem ersten Produkt da bist oder mit der ersten Version, dann hast du manchmal nochmal so ein Loch und dann trotzdem weitermachen, ja. Das wollte ich nämlich gerade noch fragen, gab es denn so in diesem Entstehen dieses neuen Business, sag ich es jetzt mal so, ja, euer gemeinsames Business,
Gab es denn da auch Herausforderungen? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Martina, lief das alles so wie vorgestellt oder wie war das? Nein, also es waren schon ganz banale Sachen, ganz kompliziert, weil wir dann im April durch den Corona-Lockdown eine Firma gegründet haben und es schon schwierig war, einen Notartermin zu bekommen, was ja sonst ganz einfach ist. Und was wirklich absurd schwierig war, wir hatten schon ein gemeinsames Konto, auf dem das Geld lag. Und dann musste man aber ein neues Konto eröffnen, weil dann hatten wir ja erst die Firma gegründet. Und dann brauchst du ein neues Konto. Und das war so, dass wir dann meinen Mann braucht haben, der auf seine Hausbank angerufen hat und hat gesagt, seid ihr jetzt in der Lage, das zu machen oder nicht? Ja, nein. Und dann ging es. Aber es ging nicht auf also der Bank. Also im Unterallgäu bei der Bank, wo wir beide unsere normalen Konten auch hatten. Und es war ja wohlgemerkt das Geld auch schon da. Wir hatten schon ein gemeinsames Konto, wo wir das Geld auf die Seite gelegt hatten vorab. Ja, also und es war das Geld da und wir haben, also das hieß dann nur in der Bank am Schalter, das ist gerade schwierig mit Terminen. Die haben uns nicht mal einen Terminvorschlag gemacht. Ja. Und das fand ich schon allerhand, vor allem mit, wenn man bedenkt, wir hatten ja das Geld schon und das lag ja bei denen auf einem Konto, bei dieser Bank. Ja, also das war erstaunlich. Damit hatten wir nicht gerechnet, auf das waren wir nicht vorbereitet. Ja, der Notar hat gesagt, rufen Sie es uns an, wenn Sie ein Konto, das haben wir ja, da fahren wir jetzt hin, weil das Konto haben wir schon, wir brauchen bloß eine neue Kontonummer, das Geld von A nach B und der wusste das wohl. Also der, der war nicht so voller Elan und so. Ja, das fand ich, also das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, das gibt es jetzt nicht. Das Spannende, gell, es kommen Sachen von der Ecke, wo man es überhaupt nicht erwartet oder vermutet. Ja. Und gleichzeitig, wie du gerade sagst, du hast jetzt in dem Fall deinen Mann gefragt, es gibt dann immer irgendwelche Wege und Möglichkeiten, das doch zu lösen, auch wenn es natürlich, es wäre auch einfacher gegangen, aber gut. Ja, und das passiert wahrscheinlich sonst auch nicht, wenn nicht Corona-Lockdown ist, ja. Ja. Und wir haben aber einfach gesagt, wir sind an einem Punkt, wo wir eine Firma gründen müssen. Ja. Weil wir sonst hätten wir auch nicht weitermachen dürfen, auch mit Anmeldungen bei den App-Stores und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die man lange im Vorhinein vorbereiten muss. Ja. Die Entwickler müssen sich dort auch einloggen können und dort alles vorbereiten. Also es ist nicht so, dass man dann erst diese App-Stores zum Beispiel braucht, wenn man die App dann veröffentlichen möchte. Und dafür mussten wir auch schon im Handelsregister eingetragen sein. Und dadurch musst du ja dann zum Notar gegangen sein und ein Geschäftskonto haben. Und das war dann halt so, ja, eine Verwicklung. Das war echt sehr ist unser Internet, glaube ich, schlecht, oder? Amata? Ja, ich glaube, an dem Punkt ist es wahrscheinlich auch gut, dass man miteinander unterwegs ist und nicht allein. Das ist so etwas, wo man, glaube ich, auch sich ein Stück gegenseitig unterstützt, nehme ich an, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, genau. Und es war auch gut, dass wir allein durch diese Lockdown-Situation hätten wir es, glaube ich, alleine nicht durchgezogen, sondern dadurch, dass wir dann zu zweit auch waren und wir waren jetzt auch gerade frisch umgezogen. Ich bin auch von Stuttgart wieder hierher gezogen und wir wohnen im selben Gebäude und dann haben wir gesagt, so, jetzt lass uns das doch anpacken und dann haben wir, weil wir mussten ja auch noch Videos zu Ende drehen, wir hatten ja schon letztes Jahr gestartet mit den ersten Videodrehs, weil uns klar war, das Erstellen vom Content ist am meisten Arbeit und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir weiter und dann haben wir uns da auch gegenseitig immer motivieren können, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht in der Geschwindigkeit gegangen. Ja. Also einfach auch nochmal, ich sage jetzt mal tatsächlich diesen Punkt auch, dass so Herausforderungen im Außen dann durchaus auch, wenn es darum geht, etwas Neues zu starten, zu gründen, entweder so sein können, dass jemand sagt, oh nee, geht gar nicht, weil, oder so wie ihr beide so sagen, okay, dann nutzen wir jetzt die Chance und machen genau das, was ja sowieso angesagt ist und wo man jetzt dann in der Zeit vielleicht auch noch mehr Zeit dafür hat. Jetzt ist natürlich so eine App etwas, das ganz spannend ist, wo so viele Menschen unglaublich viele nutzen. Die Frage ist, wie verdient man denn da sein Geld überhaupt damit? Genau, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann ja zum Beispiel Werbung schalten und
darauf dann die Leute auf Seiten bringen, wo man als Affiliate dann anteilig Geld verdient, wenn sie dort Produkte kaufen. Wir haben es aber so gemacht, dass wir wollten keine Werbeanzeigen, die irgendwie rumlaufen in der App, weil ich finde das immer selber total nervig. Du machst die App auf und gleich kommt ein Fenster und dann musst du erstmal 5 Sekunden warten, bis du es wegklicken kannst überhaupt. So. Und das wollte ich einfach auf keinen Fall. Und wir haben gesagt, wir wollen aber auch den Leuten ein paar Infos kostenfrei zur Verfügung stellen, aber für den wichtigen Input im Großen und Ganzen, dass sie das eben dann als Kurse erhalten können. Und da ist es jetzt so aufgebaut, dass wir 2 Kurse haben, die man über In-App-Käufe kaufen kann, und damit schaltet man sich dann quasi die Inhalte frei, und das wird dann über die App-Stores abgewickelt. Da gibt es einfach von denen Vorgaben, wie das zu sein hat mit den In-App-Käufen. Und dann greift man da auf das Abrechnungssystem von Apple oder von Google zu. Und die behalten dann aber natürlich noch ein paar Prozent für sich ein, weil es natürlich über ihren Marktplatz läuft. Aber genau damit kann man dann hier Geld verdienen. Und da kann man auch ganz individuell einstellen, ist das ein monatliches Abo, was die Leute zahlen, oder muss man das einmal jährlich zahlen zum Beispiel. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir es auf eine einmalige Zahlung eingestellt haben, und dann hat man 12 Monate lang Zugriff auf alle Inhalte. Genau. Bevor ich jetzt noch die Inhalte interessieren, mich natürlich auch, oder unsere Zuhörerin vor allem, die Frage ist, wenn wir jetzt gerade so auch beim Geldverdienen sind, wie wichtig ist denn dieses Thema für dich, Martina, und für dich, Amrei? Ist Geld etwas, macht dich das glücklich, oder wie ist das Thema Geld? Nee, also das Geld alleine macht mich nicht glücklich, aber Geld ist einfach so ein Stück Freiheit, also wie ich frei entscheiden kann, was ich Essen einkaufe zum Beispiel. Also gute Qualität an Essen ist mir einfach wichtig. Ich selber habe ja wie so lange freiberuflich gearbeitet, Hebammen sind pflichtrentenversichert. Mhm. Und da habe ich so viel Beitrag gezahlt, dass ich ganz wenig noch privat mich abgesichert habe. Das geht ganz vielen Kolleginnen so. Und ja, deswegen, wir wollen, also was nichts wert, also was nichts kostet, ist nichts wert. Und das, was wir hier anbieten, ist richtig viel wert. Und deswegen kosten die Kurse auch was. Ja, ja. Mhm. Ja, und genau, und ich denke, ein Stück weit ist auch der Grund, warum die viele Kolleginnen eben vor der Rente aufhören, weil ja unsere monatlichen Kosten so hoch sind, mhm, dass dann am Schluss halt eigentlich nur Mindestlohn rauskommt. Mhm. Genau. Danke, Martina. Das Thema Geld für dich, Amrei? Ja, also Geld allein macht natürlich nicht glücklich, aber Pferde machen mich glücklich, und Pferde sind teuer. Das ist so ein bisschen meine Seite dazu. Und also die mich kennen, die wissen, ich bin passionierte Reiterin, also Westernreiterin seit einigen Jahren. Davor bin ich auch klassisch Englisch und Dressur geritten und habe ja schon länger auch ein eigenes Pferd und bin da sehr viel auf großen Turnieren unterwegs. Die Reiter, die das vielleicht anschauen, also wir sind da auch in Kreuth, das ist unter den Reitern eigentlich immer ein Begriff, den kennen die Anlage alle, das sind immer auch internationale Western-Turniere, und das ist eigentlich so mein Herzblut, die Arbeit mit den Pferden, und auch zu sehen, wenn dann zum Beispiel Kinder bei uns Reitstunden nehmen und die dann so positiv sind danach und sich so freuen und am liebsten gar nicht absteigen wollen vom Pferd und so, weil das Pferd so durch ihre positive Energie und durch dieses, die sind so ruhig und fein, und vor allem mit den Kindern ist es einfach ganz schön, und ich würde da auch gern in Zukunft schauen, ob man das noch weiter ausbauen kann. Und was mir vorschwebt, ist eigentlich dann so, da muss dann aber wirklich genug Geld da sein für alles andere, dass man sagt, man gibt mehr Kindern die Möglichkeit, zu Pferden zu gehen, weil es ist ja doch für viele Eltern, vor allem wenn es mehrere Kinder sind oder so, es ist einfach ein teures Hobby. Ja. Aber die Pferde können einem so viel geben. Und vor allem, wie gesagt, bei den Kindern, die kommen, sehe ich das halt immer wieder, dass die dann da auch so richtig aufblühen teilweise und am Anfang noch so zögerlich sind und dann aber mit dem Pferd total vertrauensvoll umgehen können. Und Pferde können uns so viel beibringen,
Die Pferde haben mir so viel beigebracht für den Alltag und auch dieses, mich auf die Turniere vorzubereiten und mal durch ganz große Anstrengungen durchzugehen und dann zu sehen, es hat sich gelohnt. Ja, das sind auch alles Dinge, die habe ich von den Pferden gelernt. Und das, ja, genau. Und deswegen ja. ist da so. Ja, und wie du gerade sagst, es ist durchaus etwas Kostenspieliges und auch da schön, was hier dann alles möglich werden kann. Ja, ganz lieben Dank. Aber jetzt sind wir natürlich auch neugierig auf die Inhalte. Vielleicht mögt ihr uns so 2, 3 Sachen von den Inhalten noch mit uns teilen. Was erwartet jemand, wenn er sich eure App runterlädt? Genau. Vielleicht ganz kurz erst zum kostenfreien Teil. Also man kann die App einfach ganz kostenfrei runterladen. Dann muss man sich einmal registrieren mit der E-Mail-Adresse. Und dann findet man unter den kostenfreien Infos Checklisten, zum Beispiel, was muss ich denn einkaufen für mein erstes Kind? Ja, weil da ist es ja auch oft so, dass die Leute dann, die geben Unmengen von Geld aus und wir haben halt so die Basics und auch, dass man die Leute auch nochmal darauf hinweist, kauf doch lieber hochwertige Qualität an Kleidung für dein Baby, anstatt hier große Mengen, ja. Und auch, was muss ich mitnehmen ins Krankenhaus, was muss ich in die Tasche packen. Und auch noch ganz schöne Literaturtipps von ausgewählter Literatur, die Martina sehr viel auch verwendet hat und was so die wichtigsten Werke auch in ihrer Praxis waren tatsächlich. Das ist dort auch alles mit drin. Und genau, und die Kurse, das ist einmal der Geburtsvorbereitungskurs und dann haben wir noch den Elternkurs und da magst du vielleicht kurz was zu den Inhalten genau, sagen. Genau, der Geburtsvorbereitungskurs, das ist ja den Menschen vertraut. Also da geht es natürlich um, wie bereite ich mich auf die Geburt vor, atmen, entspannen. Das sind aber auch Infos, dass es 2 verschiedene Atemtypen Menschen gibt. Ob man mehr Mond oder mehr Sonne beeinflusst ist, das wissen viele nicht. Und das ist ganz wichtig, um gut durch die Geburt durchzukommen. Und der Elternkurs, wie ich vorher schon mal kurz erwähnt habe, da geht es um Werte und Bedürfnisse in der Familie. Das geht auch oft zeitlich nicht im Geburtsvorbereitungskurs, das noch unterzubringen. Und deswegen ist mir der besonders wichtig, weil, weil so viele neue Herausforderungen gibt durch die neuen Medien für die Eltern. Also wie gehen wir mit dem Handy um? Wie machen wir es bei den Essenszeiten? Muss ich wirklich ans Handy gehen und so weiter? Das sind so wichtige Punkte vom Elternkurs. Genau, aber es sind natürlich auch noch Sachen drin, zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs, Säuglingsernährung, Säuglingspflege. Und im Elternkurs auch Themen wie, wie beruhige ich denn ein Kind? Ja, zum Beispiel diese Technik des Puckens. Also ich habe jetzt auch ganz viel gelernt in den letzten Monaten. Ja, und was man einfach machen kann. Und dann kann man das auch dann zum Beispiel am Abend nochmal nachschauen. Wie ging das jetzt nochmal, dieses Pucken, wenn das Baby jetzt doch immer noch weint und so. Und man kann aber auch bei unserer Website zum Beispiel auch noch mal reinschauen, welche Themen im Detail in den... Wir werden ja beides verlinken, dann die Webseite und natürlich auch, wie man die App runterlädt. Jetzt hast du gerade, Martina, noch angesprochen, das Thema Werte. Welche Werte sind denn dir besonders wichtig? Also, dass man ehrlich ist miteinander und dass... dass ich nicht irgendwas vertrete, was ich nicht selber machen würde. Also all die Sachen, die ich da reingepackt habe, sind Inhalte, die Menschen alleine, ohne jetzt Anleitung machen können. Weil ich habe oft das Gefühl, die Leute wollen halt irgendwas den anderen drüber stülpen. Und deswegen haben wir aussortiert, wozu, also eine App kann ja keinen Menschen ersetzen. Das ist ja ganz klar. Und dann haben wir aussortiert, was kann ich also mit dem Medium, eben Video oder so, auch transportieren. Und die Menschen können es eben 2, 3 Mal anschauen und nachmachen, gefahrlos. Ja. Und dann aber auch immer darauf hingewiesen, wenn jetzt das Baby dann nicht aufhört und sie ganz unsicher sind, dann müssen sie Kontakt aufnehmen mit am Wochenende mit einer Klinik oder so, da hinfahren, weil das natürlich... dann über dieses Medium nicht geht. Und mir Werte sind mir wichtig, dass man, also was mir auch wichtig ist, sind immer Ich-Botschaften, also das, ja, wie gehe ich miteinander um, gewaltfreie Kommunikation, und das haben wir da versucht, und das sind alles Sachen, die ich auch selber immer so weitergegeben habe. Das ist also nicht irgendein
irgendwo rausgelesen, und sondern das sind einfach erprobte Sachen, dass sie sich auch darauf verlassen können, dass auch ich das so live immer erzählt habe. Amrei, Werte bei dir, was sind so deine drei wichtigsten Werte? Ja, also so allgemein jetzt nicht irgendwie auf die Arbeit oder auf die App bezogen, ist mir auch Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig und Zuverlässigkeit, dass man sich aufeinander verlassen kann, weil das ist auch so ein Thema, was ich merke, dadurch, dass heute sehr viel über online läuft und über WhatsApp und Co., dass sehr viele sehr unverbindlich sind, und mir ist Zuverlässigkeit sehr, sehr wichtig, und das haben, glaube ich, viele Lerner das halt auch nicht mehr ausreichend, und das ist einfach was, wo ich sage, da stehe ich voll dahinter, und wenn ich was sage oder was verspreche, dann wird es auch eingehalten, sonst verspreche ich es nicht. Und ja, und was ist mir noch wichtig? Also eben Ehrlichkeit, dass man einfach offen das ausspricht, auch was man denkt, auch wenn das manchmal dann vielleicht zu Diskussionen führt, aber lieber man hat es ausgesprochen, als dass man dann so hintenrum irgendwie da was mitbekommt und das auf den falschen Wegen bei jemandem ankommt und der sich dann vielleicht da nicht wohlfühlt damit, wenn man es doch einfach auch hätte so sagen können. Ja. Und Vertrauen auch, ja. Und das sind auch alles so Dinge, die ich auch mit den Pferden besser gelernt habe, ja. Und das sind so die Punkte, mit denen ich bisher echt gut gefahren bin und wo ich einem jeden empfehlen kann, das funktioniert fürs Zwischenmenschliche und für alles, ja. Wir haben uns natürlich noch ganz viel über, nicht nur über die App unterhalten, sondern über die Inhalte und was bei euch so ist. Wir kommen schon zum Ende. Ich hätte noch ein paar kurze Fragen, so eine kleine Blitzigrunde. Bitte um kurze Antworten, vielleicht immer erst die Martina und dann Amrei, du. Martina, was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, selbstständig zu werden, Unternehmerin zu werden? Was mich zurückgehalten? Weiß ich nicht. Also selbstständig bin ich ja seit 28 Jahren, Amata. Als PTA hat mich das total gestört, dass ich da abhängig bin von jemandem. Also dass ich vom Arbeitgeber abhängig bin. Muss ich gleich mit Schad konzentrieren, was du mich ja fragst. Amrei, gibt es bei dir was oder war das gleich so? Ja. Ich habe am Anfang, also ich habe schon kurz gezögert, weil ich mir dachte, ich kann mich nicht als junger Hüpfer ohne irgendeine Erfahrung selbstständig machen. Deswegen war ich dann auch erst mal 3 Jahre ja noch angestellt, ganz normal, und habe mir diese Welt mal angeschaut, und dann war klar, geht nicht, ich muss was Eigenes machen. Ja. Erfolg bedeutet für dich? Was für mich Erfolg? Dann ist es sinnvoll. Also wenn ich einen Erfolg habe, dann habe ich was Sinnerfülltes gemacht, weil sonst gibt es keinen Erfolg. Ach, gute Frage. Zufrieden mit sich und dem Ergebnis sein und dann auch entsprechend das auf Energieebenen zurückgemeldet bekommen. Was sind deine 3 größten Stärken? Meine Erfahrung, meine Familie, also mein Mann und meine Tochter, also dieses Dreiergespann, das hat uns jetzt durch die ganzen Tiefen in diesem Jahr durchgeschleust, und das ist echt eine starke, ich bin ja so als Mama da so ein bisschen dann immer der Mittelpunkt, so wie die Frauen ja oft so halt was kochen, und dann deswegen ist das schon eine Stärke, uns 3 zusammenzuhalten, weil die 2 ja so sehr mit Pferden vertieft sind und ich bin dann immer so der Hiwi. Aber das ist auch eine Stärke, das dann hinzubringen. Und meine andere Stärke, kürzlich mal hat eine Frau, die ich zu 28 Jahren nicht mehr gesehen habe, eine Hebammenkollegin, die ich getroffen habe, die hat zu mir gesagt, Martina, du bist immer noch gerade raus und ehrlich. Das ist cool.
Amra, deine drei Stärken? Meine drei Stärken. Schwierige Dinge klar zu strukturieren und verständlich zu machen. Dann natürlich so, ich habe so viel Erfahrung mit den Pferden gesammelt, dass ich einfach da auch sage, ich bin da, was Pferde und Umgang mit Pferden und das Westernreiten angeht, doch ziemlich gut unterwegs und habe da jetzt auch schon viele Pferde weiter ausgebildet. Also das ist auch so eine Stärke von mir. Und drei wolltest du haben. Ja. Ich weiß noch eine. Welche denn? Sie kann unglaublich gut zusammenfassen. Das war ja mit dem strukturiert. Ja, Struktur ist noch nicht zusammengefasst. Ja. Das ist eine Schwäche auch. Da reicht eine. Eine Schwäche ist. Also ich habe eine, soll ich bloß sagen. Eine Nein, Schwäche eine. Ist, dass ich von Menschen, mit denen ich bekannt oder befreundet bin, mehr Unterstützung erwarte. Das ist mir schon oft in meinem Leben so gegangen und dann, wenn ich die nicht kriege, dann brauche ich ganz viel Zeit für mich alleine und um mich auf mich selber zu besinnen. Das ist eine Schwäche, das nimmt mir total die Kraft, anstatt zu sagen, für die ist es halt noch nicht an der Zeit. Okay. Mhm. Und Amrei, bei dir? Größte Schwäche unter anderem, dass ich schwierig mit dem, was ich gemacht habe und mit mir mal sagen kann, das war jetzt genug und dass ich so zufrieden sein kann und sagen kann, jetzt hast du dir Pause verdient und das hast du gut gemacht. Da bin ich ganz schlecht drin. Ja. Danke da für eure Offenheit auch noch. Gibt es so ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Ja, seit vielen Jahrzehnten von der Elisabeth Kübler-Ross. Gesundheit ist ein Weg, der sich erst bildet, wenn man ihn geht. Der motiviert mich immer wieder. Ja. Also gerade in Corona-Zeiten haben wir unglaublich viel Apfelstrudel gegessen. Und da bin ich dann immer dicker und dicker und dicker geworden. Und das ist halt schon ein Seelentrösten, aber eben auch für mich nicht so gesund mit meinem Kalziummangel, so viel Zucker essen. Und dann der Satz, der hilft mir da sehr, wieder auf die Spur zu kommen. Schön. Und bei mir, also ich habe immer wieder so verschiedene Motto-Sprüche, die mich dann wieder ein Stück weit begleiten. Aber momentan würde ich sagen, auch aufgrund der Gesamtsituation, habe ich mir jetzt immer wieder gedacht, es wird schon alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Und genau, und das ist, glaube ich, auch gerade mit der gesamten Weltsituation, so, dass man irgendwie noch positiv bleiben muss einfach. Ja. Gibt es derzeit so, oder die Frage, was ist derzeit so deine beste Buchempfehlung? Ja, da gibt es eine beste Buchempfehlung von der Lola Jones. Mhm. Alles läuft super, während ich weg bin. Werden wir dann auch vernetzen. Kennen, ja. Verlinken. Nee, ja. Vernetzen. Ja, cool. Dann mache ich die sachliche Seite wieder. ich habe gerade ein Buch, das ich lese von der Barbara Minto und das heißt Das Prinzip der Pyramide. Und da geht es darum, wie man auch Themen in Vorträgen zum Beispiel klar verständlich rüberbringen kann, wie baue ich das auf und so weiter. Also dann eher so die andere Seite noch, falls es jemand interessiert. Aber für jeden, der Vorträge halten muss oder so, sehr empfehlenswert, das Buch. Ja. Danke. Ja, Martina, stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel, kannst du nur drei Dinge mitnehmen. Welche wären das? Mein Mann, meine Tochter und ein Riesenkarton Forever Calcium. Amra, auch bei dir? Das Fab von Forever. mein Pferd und ein gutes Buch. Jetzt habe ich die letzte Frage. Welchen letzten Tipp, Martina, magst du uns noch mit auf den Weg geben? Einen Tipp?
Am besten morgens schon mit der Lieblingsmusik tanzen. Sehr, sehr schön. Amal, gibt es bei dir auch noch so einen letzten Tipp? Sich nicht unterkriegen lassen in diesen unruhigen Zeiten, wo ja überall gefühlt die ganze Welt verrückt spielt, und versuchen auf den Wegen, die für einen passen, da seine Energie hochzuhalten. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Martina, Amraya, dass ihr euch Zeit genommen habt, euch uns so einen Einblick zu geben in euer Privates, in euer Start-up und auch das Wissen mit uns geteilt habt. Und ich fand es total interessant und ich wünsche euch alles Liebe und Gute in eurem Leben und in eurem Business natürlich. Ja, und liebe, für deine Zeit und genau, dass du das für uns aufzeichnest. Und danke. Sehr gerne. Ja, und liebe Podcast-Freunde, ihr wisst ja, mein großes Anliegen ist es, 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfülltes, erfolgreiches, auch freies Leben führen können. Und wenn dir die Folge heute gefallen hat und du jemanden kennst, der schwanger ist, der jemanden kennt, der vielleicht Kinder bekommen hat, dann teile sie gerne. Vielleicht auch einfach jemand, der ein Startup hat. Ich glaube, denn jeder kann davon profitieren. Schreib gern auch eine Bewertung in iTunes und wenn du magst, komm auch in unsere Facebook-Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Und denk dran, Henry Ford sagt, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher wünsche ich dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata.